Kierpasser Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding Reaction Time. Und zwar gucken wir uns an Greg Doucette mit einem Video, das heißt Urs Kalitschinski, The Next Mr. Olympia. Interessant. Ja, und das ist doch bestimmt ein interessantes Thema hier, vor allem, weil man immer eine Sache sagen muss, wir leben hier in einer Urs Kalitschinski-Bubble in Deutschland. Ne? Das heißt, jeder Deutsche ist natürlich der Meinung, dass Urs Kalitschinski der nächste Mr. Olympia sein muss. Wobei die CBAM-Fanbase hier auch sehr, sehr groß ist, aber dementsprechend ist da ein gewisser Patriotismus, wenn man das mal so nennen kann, dahinter. Auch wenn er jetzt nicht rein Deutscher ist und so weiter, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das heißt, ich finde das immer so ein bisschen, ja, ist ja logisch, dass hier für jeden Urs der Held ist. Und wenn das aber Leute zum Beispiel aus Amerika oder von irgendwo anders sagen, finde ich diese Meinung tatsächlich schon etwas ernstzunehmender. Und ich persönlich merke und beobachte, auch wenn ich nicht so hinterher bin, dass Urs tatsächlich auf vielen Seiten sehr, sehr starke Fürsprecher hat, was das Ganze angeht. Und das finde ich doch sehr interessant. Zunächst mal, ich werde jetzt versuchen, auch nochmal nüchtern zu bewerten, wie ich seine Chancen sehe. Ich persönlich kann euch da auch schon von meinem Standpunkt erklären, damit ihr mich einschätzen könnt. Ich bin tatsächlich kein Urs Kalitschinski-Fanboy, wirklich nicht. Trotzdem finde ich seine Physik krass, muss ich einfach sagen. Finde ich super krass. Das heißt, ich kann euch da wahrscheinlich ich habe zu dem Ganzen eigentlich, finde ich, eine relativ distanzierte und objektive Meinung, weil ich mich in letzter Zeit eben auch sehr, sehr viel darauf besonnen habe, zu gucken, was will denn eigentlich gesehen werden auf der internationalen Bühne, auch eben in Vorbereitung auf meine Athleten in jeder Klasse. Und dahingehend auch das Phänomen des Mr. Olympias und der Wandlung in den letzten Jahren auch mit der Gewichtsverschiebung jetzt wirklich sehr, sehr genau studiert habe. Und ich habe dazu auch eine relativ eindeutige Meinung. Und ich finde, dafür ist es halt wichtig, dass ich nochmal sagen muss, ich bin nicht der typische Urs Kalitschinski-Fanboy, der gefühlt alles, was er sagt, irgendwie zu Gold macht und alles Merch von ihm kauft und alles frisst, was er rausscheißt, so auf gut Deutsch. Davon gibt es ja wirklich viele. Und genauso wenig ist das aber bei mir der Fall. Ich halte beide für krasse Athleten, aber ich glaube, ich kann dann eine relativ objektive Meinung abgeben und das werde ich dann auch mal tun. Aber jetzt würde ich sehr gerne erstmal wissen, was der gute Greg hier zu sagen hat und deswegen glaube ich, wird das ein interessantes Video für uns. Let's go. The guy is absolutely shredded and 4 weeks out from the Olympia. He has cross-striding glutes top to bottom and is looking to make an upset and dethrone Chris Bumstead. Das war meine Aussage. Er wird ihn entthronen. Er wird ihn entthronen. Das ist etwas, das man vorab schon mal so sagen kann. Also Urs ist in einer Verfassung, ja, das muss man natürlich anerkennen, die ist brutal. Also rein körperlich, die Physik, der Frame, er hat das einfach noch mehr auf die Spitze getrieben. Das kann sich sehen lassen. Coach Greg, in today's video, Urs Kalitschinski is going to be dethroning Chris Bumstead. Or is he? Well, Urs ain't scared. Urs made a video and posted his physique update and everybody is talking about it. The guy is absolutely shredded and 4 weeks out from the Olympia. As you know, this year the Olympia made some changes. They allowed Urs Kalitschinski to gain 7 pounds of muscle in order to compete against Chris. This year, given the new height weight restriction. Er spricht seinen Namen sehr seltsam aus, ne? Kalewski oder so? Ich verstehe es gar nicht. Also ist ja auch egal. Ist ja sicherlich für den einen oder anderen auch ein schwerer Name. Ich weiß auch nicht genau, wie ich seinen Namen aussprechen soll. Greg Doucette. Ich sag mittlerweile einfach Greg Doucette, weil ich habe das viele so sagen hören, deswegen übernehme ich das einfach mal. Ja, also stimmt natürlich. Urs darf schwerer sein. Dementsprechend wurde hier einiges geändert. Das öffnet tatsächlich auch nochmal Türen für ganz andere Competitors, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, es könnte interessant werden. Man hatte tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, ich glaube, das werden viele teilen, weil da so ein bisschen so ein großer Hehl draus gemacht wurde. Oh mein Gott, Urs schafft das Gewicht nicht und hier und da. Man hatte so den Eindruck, als hätten die gewusst, ne, dass sie schwerer sein dürfen und es würde erst später kommuniziert werden. Das ist auch eine ganz normale Sache. Das heißt, wenn du in internen Kreisen zum Beispiel von dem Verband bist und der Coach zum Beispiel kennt die Leute, dann kriegt man als allererstes mit, wenn sich was ändern wird. Das ist ganz normal, das ist überall so. Man kennt irgendjemanden, der wird sagen, hey, guck mal,
Das wird jetzt beim nächsten Mal so sein, dass die auch schwerer sein dürfen. Wir sagen euch noch nicht, wie viel, aber es wird so sein. Das, ihr kriegt das bald mit. Oder die wissen es sogar schon genau. Also das ist eine relativ normale Sache. Das hat auch nichts mit Verschwörung oder so zu tun. Das ist Verbandswissen einfach. Also wenn man so ein bisschen Connections hat, dann weiß man das einfach so. Und ich dachte, also ich bin mir relativ sicher, dass die wussten, dass sie schwerer sein dürfen und deswegen solche Videos gemacht haben, in denen sie dann so gepusht haben und gesagt haben, oh mein Gott, ich darf jetzt nicht mehr trainieren und so. Und alle drehen komplett durch. Ist dann auch immer witzig zu sehen, wie die Leute komplett am Rad drehen und ins Studio rausschreien, oh mein Gott, Urs darf nicht mehr trainieren. Und das ist schon Wahnsinn. Deswegen, also die machen das auch marketingtechnisch genau richtig. Dafür große Props, ist geil. Und ist natürlich auch so ein kleiner Krimi, wenn man das beobachtet. Das ist schon feierbar, finde ich. Und jetzt haben wir halt die Ausgangslage. Okay, also 230 Pounds. Das heißt knappe 115 Kilo, ja, kommt das hin? Also so Pi mal Daumen die Hälfte, ne? Muss man sich auch mal vorstellen, das Ganze shredded, ne? Und bei CBAM hatten wir jetzt 242, wir sprechen hier schon um knappe 120 Kilo, ne? Also es ist ja Wahnsinn, wie die mittlerweile aussehen. Und jetzt muss man halt sagen, das ist so der Kritikpunkt, den ich schon seit ungefähr 2 Jahren auch an Chris Bumstead bringe. Ich finde, und damit mache ich mir viele Feinde, alles cool, ich finde, er passt nicht mehr wirklich in die Classic. Ich finde, der Typ ist so ausladend geworden, dass das mehr Bodybuilding ist. Klar hat er immer noch die Taille. Klar hat er immer noch irgendwo den Frame. Und das Ganze halt einfach nur in XXL. Aber ich persönlich, ist nur meine Meinung, finde, es ist so XXL, dass es nicht mehr in die Klasse passt. Ich fand, beim letzten Mr. Olympia hat Urs diese Kriterien mehr erfüllt als Chris Bumstead. Das war meine Meinung. Ramon Dino, völlig in Ordnung, ja. Ich finde, bei ihm sind die Proportionen halt nicht ganz so schick wie zum Beispiel bei Urs. Einfach dieser Classic Frame, der gesucht wird, auch das Posing, finde ich bei Urs viel, viel besser. Er repräsentiert die Klasse besser. Und das, wie gesagt, obwohl ich 0,0 Fanboy bin. Und eigentlich Chris Bumstead immer übergeil fand, muss ich halt sagen. Aber das hat sich in den letzten Jahren einfach so ein bisschen, finde ich, auch verlächerlicht, auch wenn man irgendwie nicht mitbekommen hat, wie er sich eingewogen hat. Niemand durfte das sehen und diese ganzen Geschichten. Und offensichtlich ist er halt irgendwie der Schwer. Und er fällt auch schon so dermaßen aus dem Rahmen. Also für mich sieht Chris Bumstead aus wie ein Bodybuilder. Wie ein ganz normaler Open Bodybuilder. Und auch diese 120 Kilo, von denen wir jetzt schon sprechen, das sind halt auch wirklich so Maße. Ich finde, das schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich finde halt wirklich, Chris Bumstead fällt mittlerweile aus der Klasse raus. Und ein Urs hat das, was die Classic Physik rein vom Frame auch sucht und von der Bewegung, finde ich, im letzten Jahr super verkörpert. Und deswegen wäre das meine Meinung gewesen. Und die ist komplett objektiv. So hätte ich das halt gesehen. Ja, jetzt sind sie alle ein bisschen schwerer. Dann schauen wir uns mal an, wie die Classic Physik dieses Jahr aussehen wird. Das ist ja fast schon Bodybuilding. Die Hosen sind ja auch fast schon Bodybuilding. Man muss sich halt mal fragen, wo ist denn da noch irgendwann der Unterschied? Also wo? Das ist doch eigentlich nur noch eine Bodybuilding-Klasse. A little bit flat, but yet he was still good enough to make top three. And so imagine him this year with over 10 pounds of new muscle and equally, if not more, shredded in comparison to Chris, who was already at or near the weight cap. And so as we see Urs go through the poses, you can quickly see that Urs is better in the lower body than Chris. Urs has better quadricep development, bigger calves, and extreme definition. But Chris... Ah, das würde ich nicht unbedingt sagen. Wie gesagt, von mir völlig neutral. Das müsste man erst nebeneinander sehen. Ich finde, die Quads, generell die ganze Ausprägung der Beinpartie von Chris Bumstead ist mit einer der Gründe, warum ich sage, es ist too much. Es ist einfach schon so krank wie bei vielen Open Bodybuildern und so heftig detailliert gewesen mit richtigen Auswucherungen und Cuts überall und dem Schwung überhaupt nach außen. Ich glaube nicht, dass das jetzt mal so einfach von Urs schlagbar ist. Vielleicht kommt er dem dieses Mal näher. Has a smaller waist, and so if you stand Urs next to Chris, Chris is winning in terms of the shape. Overall, Chris's shoulder to waist ratio, it's better than that of Urs, and so that gives him a slight advantage. But Chris does not have the same size biceps as Urs, and so Urs has a slight advantage in the biceps. We've seen Chris last year, and Chris is absolutely shredded, and so I have no doubt that Chris can again bring the crazy conditioning. And so I believe we're going to see Chris and Urs equally shredded once they actually get up on stage. And as you can see, Marcus is literally excited about this guy's glutes. He's excited. Can you believe the glutes on this guy? And so as you can see, Urs with 4 weeks to go, and he's not even pulling his water at this point, Urs is going to be absolutely mind-blowingly peeled. He's going to be shredded. He was 270 pounds.
Das stimmt natürlich. Ne? Also man muss sagen, wir sind hier 4 weeks out und jetzt, okay, jetzt muss ich natürlich sagen, US ist ein bisschen kleiner, wenn man sich das jetzt anguckt, diese Quads hier sind tatsächlich nochmal explodiert, das ist ja krank. Ne? Also wie sie dann auf der Bühne aussehen werden, ist nochmal was anderes. Aber weil er auch gerade die Taille angesprochen hat, die Taille wird natürlich auch definiert dadurch, wie der Schwung der Quads nach außen geht und wie man sich hinstellt. Und Urs kann sich relativ gut in die Front Double Biceps stellen, sodass seine Taille relativ schmal wirkt. Das, finde ich, macht er sogar besser als Chris. Und trotzdem hat Chris einfach gottgegebene, sehr schmale Taille. Offseason with around 11% body fat. He looked incredible. I could not believe what I was seeing. And I said, there is no way you're making it down to men's classic physique. You're not going to be able to lose that much weight. But lo and behold, the IBE raised weight class by 7 pounds. And so when I said he wouldn't be able to make it, I then thought with 7 extra pounds, he can actually do it. And so I can't wait to see Erb. Ja, wie gesagt, die haben das gemacht, weil die gesehen haben, dass die ganzen Stars der Klasse aus der Klasse rauswachsen. Ja, und du kannst ja nicht plötzlich sagen, ey, Classic Physik dieses Jahr ohne Urs, ohne Ramon, ohne Chris. Kann man machen, wäre wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen. Deswegen, also ganz logische Konsequenz, dass das dann einfach angepasst wurde. Stand next to Chris and see exactly what differences we'll see this time. I do still heilige Scheiße come out on top because Chris has a smaller waist and he's also taller. And so Chris at 6'1" and 240 pounds is going to be slightly bigger than Urs, who's 2 inches shorter and about 10 to 12 pounds lighter. And this is still bodybuilding and it still is a size game. I don't like the fact that they rely so much on size. I believe it should be more so just shape, definition, symmetry. Dankeschön, das ist genau das, was ich sage. Das ist eigentlich die Classic-Physik in der Urform gewesen. Das nimmt ähnlich seltsame Züge an wie die Mans-Physik, aber die wurden ja jetzt ja auch restricted quasi durch das Gewicht. Das wird nächstes Jahr sehr interessant, auch für Matze. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir deshalb eine gute Chance bekommen haben, genau das auszufüllen, was die Mans-Physik sucht. Und die Mans-Physik deswegen auch eine bessere, einfach so eine bessere Zielgenauigkeit bekommt. Und ich finde, das verschwimmt in der Classic komplett mit dem Bodybuilding irgendwie. But it's hard to deny that in all weight classes, they keep rewarding bigger and leaner and crazier physiques each and every year. Yeah. Remember, Ramon Dino is not going to simply let Urs take over. Ramon Dino got second place last year, and he wants to win just as bad as Urs. And so if Ramon Dino can add in 7 pounds of muscle and come in at the top of his weight class the same way as Urs is, then it... Gut, Ramon nimmt die 7 Pfund wahrscheinlich an den Unterarm zu. Das ist nicht mehr so. Dann müssen wir mal gucken, wie das dann aussieht. Aber wir werden sehen. Das könnte natürlich auch interessant werden. Wobei ich glaube, Urs überholt ihn safe dieses Jahr. Und es wird sich zwischen, also glaube ich, dass es zwischen Urs und Chris entschieden wird. Bet Chris bumps it to have a massive battle with both of them. But who else is on their heels? Is it just a battle of the top three, or will someone else make a surprise? Well, Ruff Diesel, who was placing second to Chris years ago, had fallen off the map. He was no longer making the top 5, but this year 7 pounds more muscle. Das ist eben ein Punkt, ne? Auf den darf man sehr gespannt sein. Ach, ein geiler Poser. Wirklich, also allein wegen seinem Posing absolut, also sehenswert der Typ. And so he seems to have added that. He's much bigger and equally shredded. He is ready to do battle to try and sneak his way back into the top 3. And so I was shocked to see Ruff Diesel posing with his fiance. Looking absolutely incredible. Junge, was hat seine Verlobte eigentlich für Quatsch? Heilige Scheiße, ey. Krank. Wie von Urs. Just him, but his fiance. Look at the quads of this female competitor. And guess what category she's competing in? You've guessed women's physique or bodybuilding, right? Wellness. She is in women's wellness. Das war so klar. Made that video about the IBB. And so despite the fact that Jim Mannion, the head of the IBB, he set a copyright strike on my channel. That's right. He copyright strike my channel. And so, yeah, Coach Greg, he doesn't know what he's talking about. Yet he travels the world watching all the shows, supporting the athletes, talking to the people, making videos for the athletes. But no, we don't like it because he said something negative about us. He gave us his opinion. And so copyright strike... Okay, raste doch aus, Alter. Der Greg rastet aber zwischendurch auch so krank aus. Aber irgendwie ist witzig so. Jetzt, wenn man immer mehr Videos von ihm sieht, dann kommt immer irgendwann, wo der Moment, wo er so voll am Outragen ist, wo er sich so voll in Rage redet. So voll, nicht ganz off-topic, aber so ein bisschen gerade. Aber ich find's gerade witzig. Also soll er ruhig machen, soll ich aufregen? Ja klar, er wurde hier, wurde er gestrikt? Ich glaube ja, hat er gestrikt gesagt? Auf jeden Fall nicht cool sowas.
Greg said the women have shredded legs, that they're being told they should have just the right amount of muscle, that didn't know exactly what to do. Well, I watched her videos. I went to her page. Her name is Tiffani, and she's headed to the Olympia. Look at the quads on this woman. Look at the glutes. Look at... Heilige Scheiße. Ja, an alle Mädels, die Wellness machen wollen, das geht halt ganz klar in die Richtung. Schaut euch das an, das ist ja Wahnsinn. Also es ist ja schon immer krank, was bei NPC Wellness angeht. Ich muss auch sagen, ich finde, die Klasse hat was. Die hat wirklich was. Ich finde, Wellness hat was ganz Besonderes an sich. Deswegen habe ich tatsächlich auch vom Coaching her mich auch ein bisschen für die Frauen auf Bikini und Wellness so ausgerichtet. Also was die Frauen angeht, ne? Und habe da jetzt auch Athletinnen im Coaching und ich finde das tatsächlich unfassbar spannend, was da in die Richtung geht. Aber Leute, schaut euch das an. Das ist wirklich, also hier muss so viel Genetik zusammen mit Stoff und zusammen mit, ja, mit so vielen Faktoren einfach passen, damit man irgendwann so aussieht. The muscle, does that not look like a woman who trained harder than last time, who could compete in women's physique? Or do you think she's got a little bit more muscle than women's bikini? Does this look like a girl who trains her legs a little bit? Or does it look like somebody who's been in the gym grinding year after year? Forget Sebum, she is his competition. And so this is how incredible she is. Rough Diesel has one of the best physiques in the world. And this woman who competes in women's wellness, arguably better quads. Was für Streifen sind denn das bitte? Das geht ja gar nicht. Also es ist geil, ne? Aber es ist ja unfassbar einfach. Da hat sie ihm so ein bisschen die Show gestohlen, ne? Diesel. And remember, Rough Diesel has beaten me. Rough Diesel, way better bodybuilder than Coach Craig. This woman, she's way developed than I could be. This is absolutely remarkable. Unfriggin' believable. And so imagine being a woman saying, I'm not sure which category I should compete in. Maybe I should do bikini. Maybe I should do wellness. Well, seeing what a women's wellness competitor actually looks like, do you now know which category you compete in? Women's wellness is for girls with absolutely phenomenal muscle, crazy development in the lower half, and smaller upper bodies, but still tons of muscle. Now, personally, I think they should reduce the standards, make it so that they have less muscle, less conditioning. But hey, this is what they're doing. So you can see she has cross-strided thighs from top to bottom, left to right. That is what they're looking for in women's wellness. Now, of course, when she stands on stage, she's not going to be flat. Okay, jetzt driften wir ein bisschen ab. Aber ist natürlich auch erwähnenswert, die ganze Geschichte hier. Also ist Wahnsinn, ne? Also dieses Bild ist ja krank gewesen. Respekt auf jeden Fall dafür, aber auch hier meiner Meinung nach, so wie bei der Men's Physik und so wie es bei der Classic Physik gerade fehlt, sollte auch diese Entwicklung von Wellness nicht aus den Augen gelassen werden, denn die Women's Wellness Klasse entwickelt sich seit Jahren von einem Extrem in das nächste und es sollte irgendwann zumindest so eine Regulation geben, wie weit das gehen darf. Das muss man wirklich sagen. Also auch hier, also wir entwickeln uns momentan in jeder Klasse einfach viel zu sehr weg von dem, was die Klasse eigentlich sein will. This way, but that is the level of conditioning that you need to have in order to be a women's Olympia competitor. And so let me know in the comment section, what is going to be your top three? Is Chris going to win it yet again? And did I miss anyone? Is there anyone I never mentioned that you believe will place in the top three? Please place your comment. Let me read it. Perhaps. Ja, vielleicht ja wirklich Rough Diesel. Vielleicht erlebt er wirklich so ein krankes Comeback dieses Mal. Bleibt abzuwarten. Schreibt ihr gerne auch mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ob da irgendjemand kommt, den wir jetzt nicht auf dem Zettel haben. Oder ob Mike Sommerfeld sich höher platziert, als man glauben sollte, höher als letztes Jahr. Das könnte tatsächlich sehr, sehr interessant werden, die ganze Nummer. Und ja, ist auf jeden Fall ein cooles Video. Can do a video saying, hey, I miss this person, check out this physique, let's see if they can compete, make the top three. And so remember, all the Mr. Olympias are 100% natural, none of them would ever use or abuse performance enhancing drugs. And I'm being sarcastic. Thanks for watching. But if you're looking to get natural supplements, look no further than HGLT subs. For example, G-Test, ActiBuilder, GO2 Max, all these supplements, absolutely amazing. Ja, der soll ja sein Hack bekommen natürlich, ne, wenn er Videos macht. Der soll hier schon sein Hack bekommen und seine Werbung machen. Protein bars, they taste delicious. We have protein powders, various pre-workouts, non-stim, so many supplements, you will not believe the quality. Please head over to my website, and if you do so, code Greg saves you 10% off. Subscribe, click the bell button, comment to boost the algorithm. Don't forget to watch one of the... Gönnt euch. And of course, the harder than last time clothing line, various hoodies... Okay, es reicht. Dankeschön. Also, ja, gutes Video. Ich finde, wie gesagt, abschließend nochmal nur ganz kurz. Ich bin... von keinem ein Fanboy. Ich finde die Klasse an sich sehr schön. Finde es erwähnenswert, dass sich die Klasse gerade wieder eine sehr schwierige Richtung entwickelt, einfach weg von dem, was sie ursprünglich war. Trotzdem muss ich sagen, dass ein Urs in meinen Augen das Bild besser erfüllt.
als ein Chris Bumstead es normalerweise tut, obwohl ich das vor so 3 Jahren oder vor 2 Jahren noch anders gesehen habe. Seit letztem Jahr hat sich das bei mir komplett gedreht. Und jetzt bin ich mal gespannt, was mit den neuen Weight Limits dabei rauskommt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr andere Videos zu dem Thema, auf die wir reagieren sollen, auf die ich reagieren soll, Entschuldigung, dann sagt mir das gerne. Und ansonsten natürlich könnt ihr mit Code Mike10 bei Big Zone sparen. Da könnt ihr nämlich die besten Supplements Deutschlands gönnen. Und ansonsten, wenn ihr Interesse an einem Coaching von mir habt, www.coachironmike.com. Da gibt es auch das Merch. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it.